136 fest. Ja, dann würde ich behaupten, dass die Injektoren schon ziemlich verschlissen sind. Wäre noch nicht gecheckt. Willkommen bei der Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist unser Taxi, der hat ja, was weiß ich, wie viele Kilometer, wissen wir gar nicht. Ablesbar ist auf jeden Fall knapp 650.000, er soll auf jeden Fall mehr haben. Wir haben den einmal auf der Rolle im letzten Video gemessen. Er hat so viel gelaufen und trotzdem noch 160 PS anstatt 136 und 364 Newton anstatt 360. Oder war das 380? 360. 360. Genau. Genau. Und jetzt in diesem Video wollen wir jetzt schauen, ob dieser Mercedes gechippt wurde oder nicht. Dafür brauchen wir natürlich einen Profi und das ist natürlich unser Mitier, unser Software-Profi. Mitier, willst du dich vorstellen oder willst du irgendeinen grüßen oder so? Ja, hallo. 35 Jahre alt, komme aus Ennepetal und ja. Ja, und er macht nebenbei Haarausfall. Das steht mir. Machen das sehr viele, dass sie ein neues Auto kaufen und dann irgendwie sagen, ey, kannst du einmal die Software auslesen oder machst du das generell selber? Das Prüfen eher weniger kommt auch vor, zweimal im Jahr oder so. Ja. Aber wenn das mal, dann wissen die das gar nicht. Dann kommen die auf die Idee und da hatte ich jetzt letzte Woche erst wieder einen. Er hatte einen Audi A6 mit so einem BTDI, ne? Und 313 PS und da sagte er, er wollte auch eine Leistungssteigerung und dann gemessen schon mit 385 PS oder so. Ne? Boah. Schon echt zu viel, ja, war auch wieder die Geschichte Abgastemperatur. Und das Krasse war, der hatte kurz vorher einen Motorschaden, also ach, der hat den so gekauft, gefahren, irgendwann Motorschaden, dann einen neuen Motor aufgebaut und dann dachte er sich, jetzt hat er einen neuen Motor, jetzt kann er vielleicht auch mal ein bisschen was an der Leistung drehen und so. Und ja, hat sich im Nachhinein herausgestellt, es lag wahrscheinlich, also der Schaden lag wahrscheinlich an der Software. Der wusste davon halt gar nichts. Ne? Ja. Aktuelle Audi A6 4G, da waren wir auf dem Leistungsprüfstand, haben wir den gemessen und da kam raus knapp 300 PS und was weiß ich, wie viel Newton. Ne? Der letzte. Jetzt, genau. Ja. Werksangaben sind 245 PS, also der war der gechippt. Aber bei mir ist das ja so, alle meine Autos chippt er. Da habe ich gesagt, mit dir Software einmal auslesen, was wir heute mit dem auch machen werden. Guck dir die Software an. Also ihr müsst das Video euch anschauen, ist unten verlinkt. Dann haben wir ja festgestellt, dass eine sehr, 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 sehr schlechte Software drauf war. Ich wusste bis dato auch nicht. Da hast du erklärt, auf was man achten muss. Ich glaube, ich habe es nicht ganz so runter gemacht. Ich habe nur erklärt, nee, du hast es perfekt erklärt. Was ist schiefgelaufen? Also wir hatten ja über 1000 Grad Abgastemperatur. Leute, was wolltest du da noch erklären? Ne? Und dann haben wir eine neue Software gemacht und so weiter und so fort. Vorbesitzer von diesem Auto hat mich gefunden, hat die YouTube-Videos gesehen, angeschrieben, da haben wir telefoniert. Und das Erste, was ich gefragt habe, wie viel Geld hast du für die Softwareoptimierung bezahlt? Er hat gesagt 200 Euro. Und dann habe ich gesagt, hast du das Video gesehen? Er so, ja, habe ich gesehen. Boah, ich war voll erschrocken. Ich gehe auch nicht mehr dahin. Ich bin jetzt zum anderen hingegangen. Der ist umgefallen, wo er das gesehen hat. Und du hast ja gesagt, das ist eine Schrott-Software. Die können das ja gar nicht selber beurteilen. Ich sag ja, das fährt immer gut. Das fährt immer, also beim Diesel fährt immer wunderbar. Und deshalb kann man es kaum selber beurteilen. Ne? Genau. Woher willst du wissen, ob es gut oder schlecht ist? Ne? Fährt sich gut, also gehst du davon aus, es ist gut. Ne? Ist ja, ja, bei uns in dem Fall ist es ja auch so. Wir haben jetzt anstatt 136 PS 150, 160 PS. Passt. Also wir haben über 20 PS mehr. Und jetzt wollen wir natürlich auch schauen. Wurde da was gedreht? Und wie ist die Software? Das wenn sie geändert wurde. Ne? Genau. Es kann sein, also knapp 160 PS, diese 20 PS mehr Leistung dadurch kommt, dass die Düsen kaputt sind. Und dass er einfach viel mehr einspritzt. Und was haben wir im Software-Optimieren gelernt? Mehr Luft und mehr Sprit. Kommt gleich mehr Leistung. Beim Diesel brauchst du für mehr Leistung nicht mal mehr Luft. Also brauchst du gar nicht mehr? Wird die Luftmasse nicht erhöht wie bei Benzin? Also wenn du es jetzt richtig machst, damit das ein richtiges Gemisch ergibt, ja. Aber jetzt in dem Fall, jetzt, wenn die Injektoren jetzt, sage ich mal, kaputt sind, da kommt eigentlich mehr Sprit raus, als eigentlich soll, dann ist ja die Luftmenge immer noch die gleiche. Ja. So, der produziert dann mehr Drehmoment und mehr Leistung und das Gemisch, also der Lambda-Wert, der geht runter, also das Gemisch wird fetter quasi. Das geht dann so weit, bis man schlussendlich nicht irgendwann das anfängt zu rußen, also bis es schwarz wird. Ja. Ne? Aber der produziert trotzdem mehr Kraft. Ja. Ne? Aber ist dir was aufgefallen? Der rußt gar nicht, ne? Ja, auch nicht jetzt, schwarz, auch nicht weiß. Das gar war nicht. Wahrscheinlich, weil er komplett voll war. Ne? Wenn ja, wenn ja davor war richtig. Also, dann drückt er das ja irgendwann mit Gewalt dadurch. Ja. Ne? Mit dir wird jetzt die Software einmal auslesen und danach werden wir die Software uns ganz kurz anschauen.
Mal schauen, ob man schon oberflächlich was sieht. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Da bin ich mal auch mal gespannt. Und das ist immer interessant. Wenn ihr einen Diesel kaufen solltet, lasst es messen. Nur wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mehr Leistung. Also nicht, dass ihr jetzt, was weiß ich, einen Neuwagen Diesel kauft und dann sofort hier messen tut. Das braucht ihr natürlich nicht. Oh je. Das wird immer mehr und mehr. Ne? Als ich so losgefahren bin. Die Preise ein bisschen auch. Natürlich, ich muss ja Geld verdienen, Kollege. Ist nicht immer du. Ich muss auch mal Geld verdienen hier. Was ist los? Du hast ein Taxi gerufen. Ich habe gesagt, soll ich kommen? Du hast gesagt, ja. Also, ich bezahle dich ja auch. Wir haben ja auch die Düsen einmal gemessen. Mengenabgleich haben wir ja gemacht und haben ja gesehen, dass 3 Düsen nicht gut waren. Und die Theorie von mit dir ist auf jeden Fall schon Hammer. Also wusste ich auch bis dato nicht. Das heißt, wenn euer Diesel auf einmal besser ziehen sollte, denkt dran, ihr seid kurz vor dem Motorschirm. Hast du zu viel auf meinen Nacken gemacht oder was? Was ist deine Einschätzung? Meine Einschätzung ist, dass er gechippt wurde. Ja? Ja. Dass sie vielleicht ein AGR deaktiviert haben. Ja. Vielleicht auch Partikelfilter. Wer weiß. Differentialöl haben wir nachgefüllt und wollten ja halt einfahren und gucken, ob die Geräusche weniger werden oder nicht. Und dann haben wir den gefahren und dann auf einmal nicht mehr gezogen. Der hat kein Gas mehr angenommen. Motor lief richtig beschissen. Auf einmal. Ich kam einfach nicht vorwärts. Und dann haben wir auch gesehen, warum. Partikelfilter voll, haben wir ausgespült. Jetzt läuft er. Fertig gelesen. Fügen jetzt eigentlich nur das Projekt ein. Ja. Und jetzt wird im Vorfeld schon direkt geprüft, ob der Datenstand, also alles, was quasi, was man schon an Projekten hat, wird verglichen. Die Originalsoftware ab jetzt. Ja, genau. So. Das, okay. Alle Projekte, die jetzt hier drin sind, wird das verglichen. Es dauert auch einen Moment. Dann siehst du schon, hier sind welche 99% identisch. Und das ist entweder ein Zeichen dafür, dass es Serie ist, oder dass ich den gemacht habe. Aber ich habe den nicht gemacht. Also das kann das ja sein. Ich wahrscheinlich. Ein Auto kommt vom Dortmund. Ist nicht weit weg von hier. So, jetzt. So, und jetzt nehmen wir uns dazu den Stand, der da anscheinend sehr ähnlich ist. Jetzt sind die Prinzipien nebeneinander und jetzt kann man sich hier die Unterschiede angucken. Mhm. Und dann, also jetzt ist natürlich hier nichts definiert, das ist quasi, so sieht das einfach aus. Also hier ist der Kalibrierungsbereich, ne? Dieses kurze Stück hier. Ja. Und hier ist jetzt ein einziger Wert geändert. Einziger Wert. Ja. Das ist einfach nur, es könnte aber sein, dass das auch ein Serienstand ist. Dazu müssten wir einfach nur, Moment, welcher ist jetzt unser? Das ist sehr viel Kilometerstand. Es gibt tatsächlich bei Mercedes diese EDC 16 und so, gibt es Ausnahmen. Da ist dieser Speicher, also EEPROM nennt man das dann, die gibt es teilweise virtuell. Also das heißt, dann ist es tatsächlich hier mit drin. Mhm. Aber das ist eher eine Ausnahme. Ja. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, weil es ein Delphi-Steuergerät ist. Ist doch ein Delphi-Steuergerät. Ja, ja, ich habe gedacht, das wäre schon Bosch. Aber ist hier noch nicht der Fall. Ja, und dann müsste man jetzt raussuchen. Das war bei den Steuergeräten nicht ganz so einfach, was das überhaupt ist. Aber das ist. Achso, ich wollte, was ich gerade jetzt vom Quatschen hier wieder vergessen, wollte ich einmal gucken, ob das überhaupt derselbe Stand ist. Das kann nämlich sein, manchmal ist es dann ein anderer Softwarestand und da ist nur eine kleine Änderung oder so. Ne? Ja. Ich verstehe da gar nichts. Das ist für mich einfach Matrix, ehrlich. Als würde ich Matrix-Film schauen. Wie oft musste ich Matrix schauen, um das zu verstehen? Aber das würde ich, glaube ich, nicht verstehen. Und Matrix habe ich auch noch nicht verstanden. Also da wurde was geändert, ja. Da wurde was geändert. Mhm. Es wurde was geändert und jetzt kommt Sherlock Holmes und versucht, ja, das zu finden. Bei den Steuergeräten so eine Sache. Wie machen das so? Wir lassen den jetzt erstmal mal ein paar Minuten alleine, weil er redet schon mit sich selbst. Und deswegen lass ich mal gucken, weil wir bringen ja sonst durcheinander. Aber ich bin echt gespannt. Also er meint, es ist was geändert worden. Aber was, das muss er jetzt herausfinden. Das heißt, er muss alle diese Felder anschauen, kurz vergleichen. Keine Ahnung, was er da macht, aber scheint auf jeden Fall viel zu sein. Aber trotzdem liebe ich dich. Ich weiß, ich liebe dieses Auto. Ich liebe alle meine Autos, aber den liebe ich auch. 10 Minuten später, Mietje hat mich gerufen. Mietje, was hast du zu sagen? Ja, da ist anscheinend nur was am AGR geändert worden. Das war, wie gesagt, nur ein Wert. Das ist jetzt nicht mal eine komplette Abschaltung. Also, ja, weitestgehend okay. Serie. Also an der Leistung wurde auf jeden Fall nichts gedreht. Ja. Ja. Ich höre das ja immer. AGR abgeschaltet, 20 PS mehr. Kommt in dem Fall ja hin. Stimmt das so ungefähr? Also jetzt je nach der Motorisierung natürlich. Ne, pass auf. Also, da, zwei Sachen.
Das ist aber so, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Leistung ist ja zum Drehzahlende, ne? Ja. Und Vollgas. So. Und das AGR ist in dieser Position so oder so geschlossen. Aber am Anfang ist er noch da. Am Anfang im Drehmomentbereich, also das heißt jetzt so, wenn du ganz normal fährst, Teil ja, hast, 1000, genau. 1500, 2000 Umdrehungen und sowas, da ist es aktiv. Und wenn man das abschaltet, fühlt er sich in dem Bereich auch häufig viel kräftiger an. Genau. Der hat dann aber keine höhere Spitzenleistung oder irgendwas, das ändert sich nicht. Und trotz alledem ist er im unteren Drehzahlbereich stärker. Ja. Aber die Spitzenleistung oder das Spitzendrehmoment ändert sich in aller Regel nicht dadurch, weil sobald ich das Gaspedal voll durchgetreten habe, ist es so oder so zu. Also zumindest soll es zu sein. Ja. Genau. Da wurde was geändert. Ja, also 99% hat der auch im Datenbereich erkannt und verglichen. 99% identisch, ja. Okay. Aber können wir jetzt dadurch mehr Leistung haben? Nein. Okay. Wie gesagt, das sehe ich ja nicht zum ersten Mal. Und es fällt halt extrem auf, vor allem bei den 3 Liter Dieseln, egal ob jetzt Mercedes, BMW, was weiß ich, die ja schon von Werk aus ein bisschen mehr haben, dann ist auch die Streuung insgesamt am Ende höher. Und das ist immer so, ja. Also die am meisten gelaufen haben, haben auch in der Regel die höchste Leistung. Ja. Okay. Das ist aber aus meiner Sicht nicht als gutes Zeichen zu werten. Also ja, weil dann kommen ja immer die solche Sprüche wie, ja, steht richtig gut im Futter und weißt du, was man dann aber im gewissen Rahmen, solange die jetzt nicht undicht sind und tropfen und keine Ahnung, ist das wahrscheinlich auch kein so großes Problem. Ja. Das kann ein großes Problem werden. Ja. Dann tropft er, dann bildet sich eine kleine Pfütze, sag ich mal, und dann brennt dann auf einmal die ganze Pfütze. Und das macht er dann, ich sag mal jetzt, 10.000 Mal. Und irgendwann wird er diesen Kolben einfach durchbrennen. Der wird an der Stelle zu heiß. Genau. Dann schmilzt er. Das ist dann wie ein Bunsenbrenner. Das ist auch teilweise brennt das durch. Spritzbild so katastrophal ist, dass es nicht mehr so schön in einer Wolke quasi zerstäubt. Sondern eine Seite zerstäubt vielleicht noch und die andere Seite, weil da irgendwie Verkokungen sind oder so, spritzt das eher immer auf eine Stelle. Das ist genau das Gleiche. Und das Problem ist wohl in so einem Injektor, der versucht das immer auszugleichen. Das heißt, er versucht dann mehr reinzuspritzen. Ja, genau. Wenn jetzt eine Seite beispielsweise so verkorkt ist und dann merkt er, es kommt zu wenig, dann macht er diesen Mengenausgleich. Ne? Ja. Und dann kommt quasi auf der, also dann kommt noch mehr und der Schaden entsteht noch eher. Ne? So, also wenn Injektoren, also da kann der beste Motor, wenn der Injektor kaputt ist, dann macht er auch den besten Motor kaputt. Ne? Ja. Also kann. Ja. Aber interessant auf jeden Fall. Da wurde auf jeden Fall was gemacht, wie wir vermutet haben. Aber leider nur AGR. Aber die Injektoren, die werden wir so auch abbauen. Die werden die abschicken. Und dann bin ich auch mal gespannt, was sie sagen, wie viele kaputt sind und was das Ganze dann halt später kostet. Dann, ne? Weil billig wird es auf jeden Fall nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall machen, weil da spart man einfach einen falschen Fleck und man kann solche Injektoren auch günstig reparieren lassen oder zur Not gebrauchte, instand gesetzte kann man sich auch, also bietet ja fast jeder an, ne? Muss ich auch sagen, ich habe ja viel gut gereinigt, genau, da sehen ja wie neu aus dann, da echt, aber das wird ihr im Video sehen. Gut, aber ich glaube, wir sehen uns bestimmt noch mal mit dem Taxi hier, bin ich mir sicher, weil du hast ja die Datenstände jetzt so vor dir so. Da kannst du doch bestimmt mal sehen, was man so optimieren kann oder nicht. 2,2 Liter, wir wissen nicht, wie viel der gelaufen ist. Anscheinend über 1 Million, der Motor. Trotzdem noch gut im Schuss, muss man sagen. Wir wissen nicht, ob der Austausch war oder nicht, das wissen wir alles nicht. Wir fahren damit eine Rallye, will auch gewinnen, natürlich. Also man fährt eine Rennen, um zu gewinnen, ist so. Was gibt's da eigentlich zu gewinnen? Ich weiß es gar nicht. Scheich. Ich weiß es nicht, also das null Ahnung, ich habe mich auch nicht eingelesen, ich habe auch nichts geschaut, ich weiß es nicht, ich lasse mich einfach überraschen. Das ist dann auch geil, dann kannst du dich von allem überraschen lassen. So, ne? Aber ich glaube, Spaß macht das so oder so, ja. Egal ob man da was gewinnt oder nicht. Ne? Genau. Selbst wenn du gewinnst und hast, also kriegst gar nichts, so, dann hast du das gewonnen. So. Ja. Gut, mit dir, wir sehen uns nächstes Mal, wenn du die Software genauer angeschaut hast und ich die Düsen gemacht habe und eine Inspektion. Und dann gucken wir nochmal, also machen wir nochmal eine Eingangsmessung, ob der dann weniger Leistung hat und danach bist du dann dran. Naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. Ja, weil das Gute dran, wenn Mietje natürlich so eine Software vor sich hat, der kann er schön in Ruhe arbeiten und dann werden wir sehen, was wir aus diesem Taxi noch rausholen. Jetzt steht das Taximeter auf 150 Euro. Ach so, ja, genau. Warte mal, ich muss mir eigentlich zahlen. Stimmt. Ach, zieh ich dir einfach von deinem Lohn ab. 115 Euro, bei 116 Euro, komm, weil du es bist. Mit dir wie immer unten alles verlinkt, wenn ihr irgendwas braucht, Thema Software,
und. Da habt ihr auf jeden Fall mit dir den besten Ansprechpartner. So, nee, auf jeden Fall. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Zitus. Bis dann. Rein. Ciao. Mit dir auch rein. Ciao.